Willkommen zurück und auch willkommen zum eigentlich ersten richtigen Video in der neuen Halle. Ja, also es ist soweit. Jetzt geht's hier los. Ich habe mal Ruhe und kann da auch mal so ein bisschen mich eben mehr auf die Videos fokussieren. Ja, wie angekündigt, eigentlich geht es heute um den Audi R8, aber wir machen jetzt heute mal ganz kurz nochmal so einen kleinen Switch hier, erstmal Richtung Lambo. Ja, den habe ich soweit fertig, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Der hat hier vorne an der Haube nur so ein paar tiefere Kratzer, die gehen leider nicht mehr raus, auch in dem Bereich, die sind zu tief. Ja, ansonsten sehr gut. Der hat drauf 13.000 Kilometer. Interessant war hier bei der Geschichte eigentlich, der hatte bauteilweise Schleifspuren. Also ich gehe mal davon aus, ich habe noch nicht gemessen, das mache ich nachher, wenn ich mein kleines Service-Booklet ausfülle. Der hatte Schleifspuren, ich gehe davon aus, er ist teilweise schon mal auf der Seite und hinten auf dem Heck nachlackiert worden. Das war nicht so geil. Da muss ich nachher mit einem schichtigen Messer mal ran. Das ging soweit aber alles raus, also auch die Kratzer hier und so, das sieht schon, denke ich, sehr gut aus. Der Glanz ist auch sehr geil geworden. Ich habe den hier zweistufig aufgearbeitet, dann einmal komplett entfettet und auf dem hier ist drauf das Neowax Number 6. Ja, kann sich sehen lassen, also so vom Glanz her auf jeden Fall gut. Kratzer sind, wie gesagt, ausfahrt alle draußen. Hier bin ich gerade dabei, das Verdeck einmal zu machen. Das habe ich schon mit dem Sprühextraktor gereinigt, bevor das ans Polieren ging, dass es eben sauber trocknet. Und jetzt bin ich quasi gerade dabei, nachdem es trocken ist, das Ganze einmal zu imprägnieren. Dafür nehme ich persönlich sehr gerne das Fabricard 303. Also ich bestelle das meistens bei Autopflege 24, weil ich da meistens immer noch anderes Zeug habe, das dann mit in den Warenkorb reinkommt. Ja, da bin ich schon gerade dabei, das trocknet jetzt auch ab, habe ich einmal sehr gut benetzt, dann kommt nachher noch eine zweite Schicht da oben drüber. Was ich da immer euch, also was ich so ein bisschen empfehlen kann, dass ihr mal hier nachschaut, das sind so Maler-Krepp-Klebebänder, also das habt ihr vorne so ein Krepp-Klebeband und dann könnt ihr die Folie quasi ausrollen. Könnt ihr theoretisch auch nochmal mit richtigen 3M-Klebeband oder sowas dann besser fixieren. In dem Fall hält das. Vorteil bei der Geschichte ist, ihr könnt das direkt hier ablaufend alles gleich machen. Eben wie gesagt, hier Scheibe und auch hier im hinteren Bereich, auch hier dann ein bisschen abwärts. So, dann kommt er nicht auf den Lack oder auf die Scheiben, weil wenn das eintrocknet, ist ein bisschen mühselig, es wieder runterzukriegen. Und sobald ihr das dann quasi theoretisch, wenn ihr das vorm Polieren machen würdet, einmal rumklappen, oben beim Dach verkleben, dann ist das Dach auch direkt geschützt gegen Polierstaub. Dann macht ihr euch nicht die doppelte Arbeit. Ne? Wie gesagt, einmal nach 24 Stunden rumklappen, verkleben, fertig. Ja, so mache ich das. Der ist auch schon richtig gut geworden eigentlich, wie gesagt. Der sieht schon tipptopp da, gerade wenn man weiß, wie er eigentlich vorher aussah. Fett. Also schwarz kommt wieder richtig raus, aber wie so ein Grau, der hat einen leichten Grauschleier drauf gehabt. Der Lack ist relativ weich, also ich hatte leichte Wirbelkratzer und so drin, Hologramme, wie gesagt, ein Grauschleier. Schleifspuren, also definitiv Schleifspuren, also irgendwas ist da schon mal gemacht worden. Besitzer wusste es jetzt auch nicht, aber wenn ich nachher einmal durchmesse, werde ich es sehen. Ansonsten, wie gesagt, Neowax Number 6 drauf. Ich würde sagen, checken wir mal kurz Beading, oder? Ja, würde sagen, kann sich sehen lassen. Also Beading vom Number 6 ist schon sehr gut. Man hat halt super kleine, sehr schöne Perlen, sehr schöne Ablaufwinkel. Das sieht schon wirklich gut aus. Ich sag mal im Verhältnis zur Einfachheit der Anwendung. So, wir kommen jetzt zu dem Thema R8. Dieses Fahrzeug war vor einem halben Jahr schon mal bei mir. Da ist er komplett aufgearbeitet worden, hatte 7000 Kilometer drauf. Das Fahrzeug hat jetzt 14.000 Kilometer drauf, wurde also 7.000 Kilometer bewegt. Das ist jetzt erst einmal nicht viel. Bei dem Fahrzeug ist es allerdings so, das Fahrzeug steht immer draußen und wird teilweise dreimal pro Woche gewaschen. Das hat einfach den Grund, weil er quasi auf jedem Tuning-Treffen unterwegs ist. Dieses Fahrzeug ist auch ein Ausstellungsstück für die Essen Motor Show. Das heißt, den mache ich jetzt quasi einmal nochmal neu, also quasi Versiegelung runterholen, in dem Fall Ultima. Nochmal neu versiegelt, die ganzen leichteren Kratzer alle raus, was halt so drin ist. Ja, und hier ist eigentlich das Interessante. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie Ultima nach einem halben Jahr eben performt. Nach 7000 Kilometern und doch ein halbes Jahr, 7000 Kilometer.
und eben teilweise dreimal wöchentlicher Wäsche. Also das ist natürlich schon ordentlich, dreimal pro Woche gewaschen halt, jedes Mal mit dem Schwamm drüber, hin, hoch, runter, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine, also theoretisch gucken wir uns jetzt die Neuverkratzung an, wir gucken uns noch die Versiegelung an, wie sie jetzt intakt ist. Gewaschen habe ich ihn schon, das heißt, wir werden jetzt das reine Beading sehen, wie es eben aussieht, und da bin ich genauso schon gespannt wie ihr. Also ich habe mal hier die ScanGrip rausgeholt, das heißt, wir gucken uns jetzt hier erstmal die Neuverkratzung an. Es geht, es hält sich in Grenzen. Ich sag mal, mein Opel würde wahrscheinlich schlimmer aussehen. Ja, hier sieht es ein bisschen krasser aus. Die Türen sehen erstaunlicherweise noch sehr, sehr gut aus. Hier ist irgendwas passiert, wo ich noch nicht so ganz weiß, was das ist. Kalkflecken sieht nicht so aus. Da muss ich mir das nochmal in Ruhe angucken. Ansonsten haben wir hier auf der Tür zumindest relativ wenig Swirls oder Hologramm oder ähnliches. Hier unten sieht es wieder ein bisschen anders da aus. Ein paar Kratzer mehr. Hier oben ganz leichte Swirls. Das geht noch für 7000 Kilometer. Ja. Das sieht auch soweit gut aus. Also jetzt nichts Dramatisches. Gut, hier unten in dem Bereich ist ja, sagen wir, die Verkratzung immer ein bisschen mehr. Das Carbon sieht gut aus. Ja, jetzt gehen wir einmal hier hinten. Gucken wir uns die Motorhaube mal an. Gut, Hologramm nehmen wir nicht. Wir haben auch hier ganz feine Kratzerchen. Das geht allerdings noch. Das ist jetzt schon mal nichts Wildes eigentlich. Genau. Also Thema Neuverkratzung, das hält sich absolut im Rahmen. Ob jetzt natürlich das Waschverhalten dafür spricht oder ob die Versiegelung jetzt, dass man sagen kann, die verhindert das so ein bisschen, die Neuverkratzung, ist jetzt immer schwierig zu beurteilen. Denke, da wird die Versiegelung, also Ultima 18, da teilweise eine Rolle mitgespielt haben. Ansonsten denke ich, gut, der wird ja nur von Hand gewaschen, der wird eingefoamt, abgekerchert, ein leichter Anwäscher, also in der Regel, wenn der Schmutz unten ist, bei dreimal pro Woche, haftet sich jetzt auch nicht so viel an wie alle drei Wochen einmal waschen und dazu vielleicht noch die falsche Wäsche. Aber insgesamt ist der Zustand gut, das heißt, wir werden eigentlich hier nur mit einem Medium Compound fahren und dann werde ich auch nochmal wirklich die SF4000 komplett rotativ voll durchfahren, dass auf die Essen Motorshow tippitoppi dasteht. Und jetzt kommen wir zum eigentlich Interessanten, dem Beading. Die Lackglätte, kann ich euch sagen, ist jetzt nicht mehr so vorhanden, wie wenn das Fahrzeug frisch versiegelt ist, das ist ja, denke ich, auch klar, das raut alles so ein bisschen an. In dem Fall ist die Haptik ein bisschen rauer, also nicht mehr so schön glatt wie am Anfang. Ansonsten aber, Beading sieht mega aus, also zeige ich euch aber am besten mal selber und dann könnt ihr das selber für euch beurteilen. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir hauen jetzt hier einmal schön Wasser drauf. Auf den Scheiben war das Hydro-Vitro drauf, oder Vitrio-Hydro, also von Surface, die Scheibenversiegelung. Das ist jetzt, wie gesagt, auch ein halbes Jahr jetzt her. Ja, also Wasserperlen sind auch noch intakt. Wie es natürlich mit dem Ablaufen ist, ab einer gewissen Geschwindigkeit, kann ich euch jetzt nicht sagen. Das weiß ich einfach nicht. Joa, ich bin auf eure Meinung, bin ich jetzt mal gespannt. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen, jetzt nach einem halben Jahr. Denke, hier sind wirklich die zwei Jahre realistisch. In der Regel waschen die Leute ihr Auto nicht dreimal pro Woche, das heißt, die Beanspruchung war hier auch höher. Dann haben wir natürlich noch den Faktum, dass das Auto immer draußen steht. Also denke, das sieht schon sehr vernünftig aus. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde mich jetzt erstmal die Aufbereitung machen, den wieder auf Hochglanz bringen, dann eben mit Ultima neu beschichten, dass er eben für die Essen Motorshow supi dasteht. Ich weiß noch nicht, ob ich es dieses Jahr zur Essen Motorshow schaffe. Wenn ihr den aber rumstehen seht, würde ich mich mal freuen, wenn ihr mir so mal ein paar Bilder zuschicken könntet, dass ich mal weiß, wie er aussieht da oben. Ja, in dem Sinne, hat euch das Video gefallen? Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder. Macht's gut, ciao.